Die haben ja wirklich sofort dann geheiratet, sofort es ging. Die hat den einfach gekauft. Die hat die rausgekauft. Die hat ihr dann 200.000 geboten. Und damit hat sie rausgekauft. Das fand ich krass. Herzlich willkommen zu Helden hautnah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro Twist. Mein Name ist Uta Jensewski und ich darf wieder die wundervolle Barbie bei mir begrüßen. Hallo. Hi. So, wir sind wieder da. Wie geht's dir? Gut, ich habe langsam wieder Stimme. Ja, genau. Wir haben eben gesagt, wir freuen uns auf die erste Folge, wo wir wieder komplett Stimme haben, ohne Husten. Heute noch nicht so 100%, aber bald. Aber ich mag das ja, wenn meine Stimme so ein paar Oktave tiefer ist. Ich finde das ja total sexy. Jetzt gerade hast du es aber aus dir abgetont. Okay, gut, Ja. dann. Du behältst noch eine Weile. Ich hätte gern wieder meine engelsgleiche, glasklare Stimme zurück. So, ansonsten, ich bin im Reisefieber. Das ist meine Neuigkeit. Ich habe wieder Lust zu reisen dieses Jahr. Und bald geht's los nach Kairo für eine Woche. Oh wow, cool. Ich mache genau das Gegenteil. Ich fahre in den Schnee. Ja, cool. Es ist doch gut, dass wir mal zur selben Zeit im Urlaub sind. Ja. Und ich freue mich, dass es ins Warme geht tatsächlich. Und du gehst gerne in den Schnee. Okay, cool. Dann machen wir das so. Ja, ich liebe Skifahren. Wen haben wir denn heute dabei? Ja, ich wollte dich gerade fragen. Wen haben wir denn? Ich lasse es mal für dich. Julia Roberts. War ziemlicher Schnellschuss eigentlich, wie wir entschieden haben. Aber es war mehr so, nehmen wir die? Ja, zack, okay. Ja, Julia Roberts ist einfach toll. Kennen wir alle. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich da nochmal was Interessantes über sie rausfinden werde, aber eins wusste ich von vornherein schon, das gleiche Lebensthema wie ich. Und deswegen dachte ich mir, gebongt. Deswegen ist sie nämlich auf unsere Liste gelandet. Das war ganz lustig. Da stehen noch ein paar andere. Mal sehen, ob die auch irgendwann drankommen. Ja. Und das Lustige ist auch, ich dachte, okay, wir gucken uns jetzt hier America's Sweetheart an. Ich habe auch ein paar krasse Geschichten dabei. Ja, genau. Gibt auch andere Geschichten. Und ich habe halt vergessen, ja, stimmt, sie hat das Lebensthema des Unerwarteten. Also sind auch ein paar ganz schöne, ja, Überraschungen sind dabei und auch echt heftige Geschichten. Die habe ich echt vergessen. Bei mir ist sie so übrig geblieben als, ja, Sweetheart, aber nee, da ist einiges. Hast du was jetzt vergessen? Ich habe die jetzt ehrlich gesagt neu entdeckt, aber ich bin gespannt, von welchen Geschichten wir dann reden werden. Ja, neu entdeckt ist wahrscheinlich auch so, aber ich bin so ein bisschen mit der aufgewachsen und die ein oder andere Geschichte kannte ich bestimmt, aber irgendwie ist mir die, war die weg. Ja, na, weil sie schon so lange da ist. Wahrscheinlich so eine lange Karriere. Ja. Ja, gut. Erzähl doch gleich mal genau, woher wir sie kennen. Du sagst, wir kennen sie alle, aber trotzdem kann man ja noch mal kurz gucken. Und zwar, Julia Roberts ist am 28. Oktober 1967 in Atlanta, in Georgia, geboren. Da ist der Beruf auch mal wirklich straightforward. Das ist nicht 3000, nein, sie ist Schauspielerin, ja? America's Sweetheart. So. Hat als erste Frau über 20 Millionen für einen Film bekommen. Bei welchem? Das war für Erin Brockovich. Sie hat eine über 34-jährige Karriere hingelegt. Einen Oscar gewonnen, ebenfalls für Erin Brockovich, und drei Golden Globes. Sie ist eigentlich total weit weg aufgewachsen von Hollywood, wie gesagt, in Georgia. Und auch relativ bescheidene Verhältnisse, würde ich mal sagen. Ihre Eltern hatten eine Schauspielschule und ja, jeder dort hatte einfach eine Liebe für Schauspielerei. Ihr Bruder Eric, ihre Schwester Lisa sind auch Schauspieler, ihre Nichte Emma, auch Schauspielerin. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es das ihre Nichte ist. Ja, genau, aber es liegt auf jeden Fall in der Familie. Und nach der Schule, nachdem sie ihr Studium auch abgebrochen hat, fix, ist sie nach New York gegangen und hat sich da getraut, ihrem Traum zu folgen. Erstmal als Model und dann schnell als Schauspielerin und hat sich dann einen Namen gemacht. Erster Überraschungserfolg war der Film Mystic Pizza 1988, da war sie zarte 21. Und naja, da hatte sie aber auch schon das Lächeln, was irgendwie jeden Raum einnehmen kann, ne? Und hat die Leute da begeistert und sie wurde halt gesehen und für viele weitere Filme in ihrer Karriere engagiert. Woher wir sie alle kennen, ist halt Pretty Woman mit Richard Gere zusammen. Das war 1990 und damit ist sie echt zur weltbekannten Berühmtheit auferstiegen mit einem Umsatz von diesem Film über 463 Millionen. Das ist auch schon eine Nummer. Es ist die erfolgreichste romantische Komödie ever gewesen und das Genre war dann auch ihr erfolgreichstes und das, wo sie die Fans irgendwie einfach am liebsten sehen. Wir alle erinnern uns an ihr lustiges Outfit. Dieses komische Bauchfrei auf der Seite. Das war so absurd. Ja,
Erin Brockovich, da wo sie auch den Oscar bekommen hat, war dann ein Mix aus, da konnte sie quasi alles zeigen, was sie kann an Schauspielerei und trotzdem ihre Persönlichkeit mit durchscheinen lassen. Und damit hat sie dann auch quasi die Herzen gewonnen. Der letzte Film war 2022, Ticket to Paradise mit ihrem guten Buddy George Clooney. Wo man auch immer denkt, dass sie mit dem verheiratet war, aber war sie nie. Nee, stimmt, oder? Ich fand, also ja, jedenfalls hat sie auch noch eine Produktionsfirma, Red Om Films. Und Red Om ist der Nachname ihres Mannes. Rückwärts, Motor. Und mit dem ist sie seit jetzt über 20 Jahren zusammen, 20 Jahre verheiratet. Die haben 3 Kinder. Sie haben Zwillinge, Hazel und Phineas. Die sind 2004 geboren worden und 2007 auch noch der Sohn Henry. Zwischendrin, dann können wir da nochmal genauer drüber reden, hat sie natürlich viele Leute gedatet. Sie war irgendwie notorisch dafür. Nicht zwischendrin, davor, meine ich. Davor hat sie viele Co-Stars gedatet. Sie war irgendwie notorisch dafür bekannt, dass sie immer mit ihren Filmpartnern heiße Affären und auch ein paar Beziehungen anfängt. Und das war auch immer relativ unerwartet, was da so um die Ecke kam. Also auch sehr spannend. Ja, damit würde ich gleich ganz an den Anfang zurückgehen, ehrlich gesagt, weil ich diese Geschichte irgendwie süß fand, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ihre Eltern waren ja Schauspiellehrer und haben dafür Kinder auch Unterricht gegeben. Geldtechnisch lief es immer nicht so gut tatsächlich. Das war mal ein bisschen problematisch. Das hat die Ehe auch sehr belastet. Aber wer dort mit in dieser Schauspielschule war, waren die Kinder von Martin Luther King. Die Mädchen waren in dieser Schauspielschule. Das war noch vor Julias Geburt, ja. Also die ist 1967 geboren. Und das war die einzige Schauspielschule dort, die nicht segregiert war. Also wo man auch eben seine Kinder hinschaffen konnte im Endeffekt für Martin Luther King. Die waren der Familie so dankbar, dass als Julia geboren wurde und die Rechnung im Krankenhaus anstand, was für die halt echt ein Ding war. Also in Amerika ist ja sowieso alles, was mit Gesundheit zu tun hat, ist ja unheimlich teuer. Und wenn du nicht so wirklich viel Geld hast, dann kann dich das richtig in die Schulden bringen. Das hat dann die Frau von Martin Luther King bezahlt. Die hat die Rechnung bezahlt für die Geburt. Das fand ich auch. Das wusste ich gar nicht. Oh, ist das nett. Du kennst mich, bei sowas geht mir wirklich immer das Herz auf. Ja, ja. Ist auch voll nett. Muss schön. Ja. Aber der Anfang war echt schwierig, ne? Ihre Kindheit wusste ich erst auch nicht, dass an ihrem Papa auch sehr gehangen hat und die sich aber relativ früh haben scheiden lassen. Sie war ja auch ein ziemlicher Nachzügler, ne? Sie hatte ja ältere Geschwister. Ihr älterer Bruder Eric war ja 11 Jahre älter, ist ja schon ein Stück. Schon traumatisch für so ein kleines Kind, wenn dann der Papa weg ist und ihre Mutter hat wirklich auch den Vater ferngehalten, ja? Und das tat dann schon weh. Und dass ihr Vater dann gestorben ist, als Julia 9 war, hat ihr auch niemand so richtig mitgeteilt. Also sie wusste nicht, dass der Krebs hatte, sie wusste nicht, dass der todkrank war. Was sie dann wusste, war, du musst jetzt ein schwarzes Kleid anziehen für die Beerdigung. Boah. Ach echt? Oh, schrecklich. Boah. Ja. Und was ich total verstehen kann, ist, dass wenn das passiert ist, als sie ein Kind war und sie so immer im Dunkeln stand, auch da schon fing es übrigens schon an mit unerwartet und alles immer nur so Schockmomente, dass ihr total wichtig ist, dass sie zu Hause über alles reden und wie sie alles kommunizieren miteinander, sehr offen und teilweise sagt sie auch ihren Kindern, wenn sie Sachen nicht versteht, wenn die irgendwas wollen und sie sagt erstmal nein, ich verstehe es erstmal nicht, lasst uns drüber reden. Erstmal ist es ein Nein. Aber ja, da wird viel geredet und diskutiert. Das glaube ich, ja, kommt auch ein bisschen daher, dass sie da so im Dunkeln gelassen wurde als Kind. Weil du sagst, alles so ein bisschen unerwartet, sprichst du da auf ihr Lebensthema an? Ah, ja. Genau, das Unerwartete. Genau. So sagt sie wie ich. Die Gemeinsamkeit mit dir ist ja quasi nicht nur, dass es immer alles unerwartet ist, also sowohl sie überrascht die Menschen, als auch, dass sie oft überrascht wird, sondern auch so ein Leben am Limit. So, ich will alles erleben, ich will hier alles reinpacken, ich will hier alles auskosten. Und ich finde, sie hat schon oft auch riskante Entscheidungen getroffen. Man hat auch das Gefühl, sie gibt auch immer viel in ihren Rollen, ne? Sehr intensiv, ihre Muskeln sind angespannt. Ihre Stirnmuskeln, oder wenn sie weint oder so, das ist schon auch schon ergreifend. Sie packt viel rein. Ja. Ihr Lachen ist ja auch raumeinnehmend, wenn nicht sogar ja, Kinosaal einnehmend, ja. In ihrem Human Design Chart gibt es eine Kombi, die heißt sogar, also so hat es mein Lehrer zumindest erklärt, das ist eine Kombi, die wird sogar nach Julia Roberts benannt, nämlich Julia Roberts Lächeln. Es gibt da eine Verbindung, wenn man das sich so unten anguckt, das geht von links nach rechts, wie ein Lächeln. Lustig. Und das hat sie halt auch. Also das ist witzig, das konnte ich mir mal ganz gut merken. Witzig. Was ist das auch? Irgendeine Zahlenkombination? Oder? Ja, da geht's um, da bringen wir jetzt quasi zusammen eine Kombination, die wir hatten bei Olivia Newton-John. Nämlich das Kümmern,
Das ist die 2750, das Kümmern, sich aufopfern und sich manchmal selber dabei vergessen. Also das ist eher so dieses Mütterliche, hier wird sich gekümmert, hier ist alles geklärt, ich hab alles vorbereitet, ihr könnt euch... Dazu passt, den Aszendenten hat 10 Krebs, ne? Da kümmert man sich auch gern. Das ist ja auch diese mütterliche Energie, ne? Ja, Also da voll. ist so die Kümmerenergie, die ist aber gar nicht so warmherzig, sondern die ist eher so, es ist alles gemacht. Und dann geht es weiter auf der anderen Seite und das hatten wir bei Katherine Johnson, Intimität. Und das ist eine ganz emotionale Geschichte. Es ist warm, es ist liebevoll und außerdem habe ich mich um alles gekümmert. Das ist so die Ausstrahlung auf den ersten Blick. Und ja, Intimität stachelt aber auch teilweise Leute an. Also das kann auch passieren, dass die halt so alte Dramen entfachen wieder. Und deswegen sind doch alle ihre Liebesgeschichten so leidenschaftlich. Und da ist ja auch immer so viel Drama drin gewesen. Das ist ja schon immer alles spannend. Was aber auch damit drinsteckt, ist so, sie braucht halt viele Umarmungen. Und bei ihr zu Hause ist auch so, sie will 4 Küsse erstmal haben von allen und braucht viel Liebe. Das habe ich auch irgendwo gehört. Genau, dass sie für diese 4 Küsse lebt, die sie morgens kriegt, ne? Ja. Ja, ganz süß. Julia Roberts Lächeln in Human Design Form. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem Human Design Chart so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreib mir eine Nachricht auf Instagram an uta_jen mit deinem Geburtsdatum, dem Geburtsort und der Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die 3 wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir Heldenhautnah gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst, uns folgst oder einen Kommentar. Wir freuen uns total über das Feedback und es hilft uns sehr, unsere Reichweite zu vergrößern. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen, da unter Heldenhautnah. Vielen Dank. Ja, wollen wir gleich mal zu dem Unerwarteten? Magst du dann noch zu dem Lebensthema, weil das finde ich ja so nett, dass ich das auch habe und sie auch. Und ich habe auch sonst Ähnlichkeiten, die kann ich dir dann auch gleich teilen. Wir sind ja nur einen Tag auseinander, die Julia und ich. Ne? Muss man wissen. Ja, genau. Ja, deswegen auch ähnliches Lebensthema. Ich glaube, wir können hier in jeder Geschichte einfach nochmal uns kurz sagen, boah, also entweder hat sie die Welt geschockt oder sie wurde überrascht. Das ist wirklich jedes Mal so. Und das andere ist halt das, was ich schon meinte, das Leben am Limit. Ja, aber erzähl mal lieber, was du für Gemeinsamkeiten hast. Ich wollte nur sagen, ich dachte so, ja, okay, everybody sweetheart und so. Und dann lebt sie diese perfekte Ehe, diese perfekte Mutter. Und demnächst wird sie bestimmt ein Kochbuch rausbringen, habe ich mir dann gedacht. Und ich habe mir gedacht so, okay, und wir haben ja diesen Podcast. Und vielleicht sollte ich mir doch irgendwie nochmal ein bisschen tiefer graben. Klar, ihre Filme sind großartig. Manche von denen habe ich auch noch gar nicht gesehen. Und sind auf jeden Fall auf der Liste oder habe ich schon wieder vergessen. So wie Hautnah oder Magnolien aus Stahl oder so, die... Oder Erin Brockovich, die hatte ich schon wieder voll vergessen, diese Filme. Und die sind aber super. Und dann habe ich gedacht, so, ah, es muss irgendwas geben. Und dann war ich so glücklich, dass ich auf 2 Podcasts, die kommen dann auch in die Shownotes, bin ich dann gestoßen. Und den einen habe ich jetzt wirklich gerade erst vor einer halben Stunde zu Ende gehört. Just in time für uns. Just in time, genau. Zum einen Runaway Bride. Ne? Also die Story hatte ich irgendwie überhaupt gar nicht so richtig gewusst oder verfolgt. Gut, sie ist ja auch ein bisschen älter als ich. Aber sie hat mit 23 den Kiefer Sutherland einfach stehen gelassen. Also die Hochzeit war schon geplant und die Location und alles voller Rosen. Und dann sagen sie ein paar Tage vorher die Hochzeit ab, auch ohne großes Statement. Und erst viel später kommt dann raus, dass eine andere gesagt hätte, sie wäre irgendwie mit ihm mehrmals im Bett gewesen. Und es war ein besonderes Noble Call Girl. Raven hieß die übrigens. Raven, okay. Rabe, ja. Mit der ist er dann, glaube ich, auch zusammengezogen und sie ist mit seinem Schauspielkollegen. An dem Tag, wo sie hätte heiraten sollen, hat man dann ein Bild von ihr gemacht, wie sie so einen fetten Burger isst und wohl völlig verliebt in den und dann mit ihm auch gleich abgezogen ist und dann irgendwie nach Irland geflogen ist. Und dachte ich mir so, ah ja, das ist überraschend, das passt ja zu diesem überraschenden Thema. Aber echt. Und dann kommt aber noch mehr und das fand ich dann so richtig witzig. Schon bei der letzten Folge, ich ja gelernt habe, es interessieren eigentlich nur die 3 Zeichen, also das Sternzeichen, Skorpion, ne? Das ist also das mit Leidenschaft, das habe ich auch so dieses, was man macht, da ist man voll drin und meinetwegen auch gerne am Limit, aber man muss es spüren und es geht tief. Und dann ist also der Aszendent wichtig, das hatten wir ja gerade schon mit dem Krebs, dieses Familie. Und wie gesagt, ich glaube, sie bringt wirklich demnächst mal ein Kochbuch raus, so gern wie sie kocht für ihre Kinder und so.
Wobei, das fand ich auch irgendwie auffallend, hat sie gesagt in einem der Podcasts, sie kocht besonders gut, wenn sie weiß, dass ihr Mann auch beim Essen ist. Da bemüht sie sich und da gibt es auch noch eine Vorspeise und eine Nachspeise. Und dann dachte ich so, hä? Habe ich auch so überlegt, okay, die sind jetzt wirklich auch schon eine Weile verheiratet. Das scheint immer noch so super zu laufen und so zu sein. Offenbar. Ja, es klingt echt gut, muss man sagen. Ja, so gut, dass sie auch erzählt hat, dass eine ihrer Kinder dann auch mal so eine Textmessage sagt, ja, wir sind hier auch noch zu Hause, wir hören euch, ne? Fand ich auch interessant, so, ja. Hatte so nicht schlecht. Freut mich, finde ich ja gut. Und dann dachte ich, okay, da muss es irgendwas geben, ja. Und dann, ja, wie gesagt, jetzt vor einer halben Stunde kam es endlich. Der Mond im Löwen. Und das passt auch für so diese großen Gesten in der Gefühlswelt. Und zwar ganz witzig, also um es weiterzuspinnen, sie hat also den Kiefer-Sutherland hat sie am Altar mehr oder weniger stehen gelassen. Dann hat sie so ein paar Liebschaften gehabt, unter anderem mit dem Benjamin Bratt, Hübschling auch, super Paar. Und dann zwischendurch hatte sie noch den Sänger Lyle Lovett. Schwierig auszusprechen. Die waren sogar verheiratet. Die waren sogar verheiratet, genau. Sie angeblich super glücklich und so. Manche waren so gar nicht damit einverstanden und dachten so, Gott, die hat ja so gar keinen Geschmack, die Julia Roberts. Sie galt so als nicht so gut aussehend. Dann waren alle glücklich, ah, jetzt hat sie einen gut aussehenden, diesen Benjamin Bratt. Und dann später hat sie sich dann am Set von einem ihrer Filme, hat sie sich dann in den Kameramann verliebt, in den Danny Moder. Man sieht auch auf seinem Instagram Moda Moda, der ist auch verliebt in seine Frau. Alles schön und romantisch. Na, ein Haken. Danny Moder war zu der Zeit verheiratet mit der Make-up-Artistin Vera Steinberg Moder. Und die wollte sich halt nicht scheiden lassen von ihm. Die waren schon 4 Jahre verheiratet. Und es hat dann noch weitere, war das 1 Jahr oder 2 Jahre gedauert, bis sie eingewilligt hat, sie scheiden zu lassen. Die haben ja wirklich sofort dann geheiratet, sofort es ging. Die hat den einfach gekauft. Die hat die rausgekauft. Die hat ihr dann 200.000 geboten. Und damit hat sie rausgekauft. Fand ich krass. Fand ich echt krass. Ich fand das natürlich auch Eine große Geste. eine große Geste, ja. Die war sich so sicher, dass sie den so toll findet, dass sie eben deswegen da rauskauft. Und dazu gibt's auch ein lustiges Foto. Da hat sie sich ein T-Shirt selber gemacht und hat wohl mit Malfarbe hat sie draufgeschrieben, ich habe es jetzt gerade vor mir offen, Hello Vera. Also Hello, also im Sinne von eine tiefe Vera. Da hat sie sich extra damit fotografieren lassen von Paparazzis auch. Also ich habe ja verstanden, dass das gegen Dean Diss war, aber was meint sie denn genau damit? Ich muss da an Michelle Obama denken mit If they go low, we go high, aber mehr kann ich da überhaupt nie rauslesen. Wie verstehst du das? Nee, dass sie sie low findet, also dass sie sie wirklich schlecht findet. Und das ist ja auch so, when they go low, we go high. Also low ist im Sinne von, sie findet sie scheiße. Ja, okay. Ich habe auch rausgelesen, dass sie scheiße findet, aber irgendwie dachte ich so, das könnte man noch anders formulieren. 2 Jahre nachdem die sich kennengelernt haben und ihre Affäre begonnen haben und ihre Romanze begonnen und die große Liebe begonnen hat, da hat die erst eingewilligt. Es ist komisch, wenn man das so liest, denkt man, der ist ja relativ schnell gegangen. Aber nee, stimmt, wenn man überlegt, dass die ganze Zeit ja eigentlich schon, dass es 2 Jahre lang einfach vorbei war und die das nur noch verzögert hat, ist schon eine lange Zeit, ne? Stimmt, 2 Jahre ist schon. Und sie hat natürlich auch gesagt, ja, Julia Roberts hat mir den Mann gestohlen und so. Und Julia Roberts war ja auch noch mit Benjamin Bratt zusammen, als die sich verliebt haben, ne? Also als die Affäre anfing, waren die beide vergeben. Ja. Aber man muss ja auch sagen, man kann ja nicht sagen, hey, du hast meinen Mann gestohlen. Also der Mann, der kann das ja entscheiden, oder? Also, das finde ich immer so ein Quatsch. Also ja, ich gehe mal davon aus, Happy End. Ja, gehen wir davon aus. Also damals war überraschend, dass die eine Affäre anfangen. Überraschend, dass die dann aber auch heiraten. Und da hat niemand gedacht, dass das dann hält, weil das so angefangen hat wie so eine Katastrophe einfach. Ja. Und dann war es das Riesending. Ja. Dann war es die schöne Beziehung. Und ich finde, sie sagt das auch sehr süß. Sie sagt ja über ihn, es ist einfach der Mensch, den ich am meisten mag. Und ich will einfach immer seine Meinung zu allem wissen. Und wir mögen uns einfach immer noch so unheimlich gern. Ja, und für den macht sie eben auch das Essen so gut, weil sie den immer noch beeindrucken will. Und jetzt verstehe ich das auch, warum sie den immer noch beeindrucken will.
Weil ich meine, der hatte ja schon Frau und alles. Und dann hat sie seine Frau da rausgekauft aus dem Szenario, damit es überhaupt möglich ist. Ich finde das schon total geil. Ja, das klingt ja auch so wild, ne? Im Endeffekt, wenn man das erste Mal hört, Julia Roberts hat die bezahlt, damit die den freigibt, dann denkt man ja so, da hängt jemand mit allem Herzen dran und sagt dann, ich nehme das Geld und ich lasse die Liebe los. Ja, nee, aber du, also du blockierst ja nur, weil du hast den Typ ja nicht mehr. Der Typ ist ja schon weg. Ja, aber der Schmerz lässt, ist wahrscheinlich einfacher, wenn man noch ein bisschen ein Abschiedsgeschenk kriegt, ja. Natürlich so, ne? Aber es ist ja nicht so dieses Geld gegen Liebe, sondern es ist ja wirklich nur, okay, ich verstehe, dass du jetzt gerade hier alles blockierst, weil du verletzt bist, aber vielleicht hilft dir das Geld. Ja. Oh ja. Also da gibt es ein paar verrückte Sachen. Und sie hat ja auch diesen Film dann Runaway Bride auch gemacht. Ja, das passt doch. Da kennt man sie ja wirklich als super so Kumpeline von George Clooney, wo ich schon fast zwischendurch gedacht habe, okay, die beiden waren eigentlich mal verheiratet. So oft sieht man die immer zusammen in den Filmen. Ja, nur ein Film tatsächlich. Die sind so richtig Arbeitsehepartner, oder? Ja, genau. Mir gefällt die Story auch. Natürlich gefällt mir das auch, dass sie so happy ist. Und auf seinem Instagram sieht man auch wirklich ganz süße Bilder von den beiden. Welche alten Throwbacks. Er scheint sie auch immer noch ganz toll zu finden. Und sie haben drei fabelhafte Kinder und das ist schon alles sehr toll und ich habe dann auch so für mich gedacht, so, okay, sie hat recht. Also es ist schon toll, wenn man sein Glück jeden Tag zelebriert und lebt. Und ich sehe sie auch seit kurzem erst auf Instagram. Da kann man dann auch ein bisschen ihr über die Schulter schauen. Da ist sie auch sympathisch. Also. Ja, das macht sie erst seit ein paar Jahren, glaube ich. Also die lebt zurückgezogen, lässt dann nicht so viele Ja, Menschen teilhaben, ne? das passt zu der Sieben, weil sie ist schon jemand, der private ist. Das sagt sie auch so von sich selber. Das passt zu ihrer Lebenszahl Nummer 7, 28.10.1967. Und die Quersumme ergibt 7. Und die 7, wo haben wir die schon gehabt? So? Maria Theresia? Jawohl. Und Marilyn Monroe, aber bestimmt noch jemand dazwischen, den ich jetzt vergessen habe. Die Queen und Lady Diana war auch eine Nummer Oh 7. ja, stimmt. Genau, also ein bisschen das Mysteriöse. Behält sie noch das Mysteriöse? Ach, die Julia Roberts. Ja. Deswegen, sie ist ja, ne, eher zurückgezogen, aber irgendwann hat sie dann nochmal mit Instagram angefangen und dann hat sie sich so gedacht, ach Mensch, meine Nichte Emma ist mit am Start, wir machen mal ein süßes Bild. Beim Frühstück, Kartenspielen, was auch immer die da gemacht haben. Und sie hat keine Kommentare angehabt zu dem Zeitpunkt auf ihren Bildern. Und dann hat es halt ihre Nichte gepostet. Und dann gab es einiges an echt, naja, wie es halt Social Media so ist. Also die Kommentare waren dann halt auch schon so, Gott, wie sieht die denn aus? Und sie hatte halt die Haare zurück, sie hatte eine Brille. Aber die sieht ja immer noch super aus, die Frau, ja. Die ist immer noch echt hübsch. Und sie sah halt einfach nur normal aus. Und dann alle so, Gott, wie sieht denn die aus? Ja, furchtbar. Oh Gott, ist die scheiße gealtert. Oh Gott, ist die hässlich und so. Obwohl sie sich dann auch gesagt hat, sogar in meinem Alter, also sogar mich verletzt das. Wie muss das denn für die Teenies sein? Wie muss das für meine Kinder sein in dieser Social-Media-Welt? Das ist ja furchtbar. Ja, dass es wirklich ein anderes Aufwachsen ist heute. Dazu habe ich auch eine private Geschichte. Ich war vorgestern Mittwoch so einkaufen, brauchte mal wieder neue Jeans. Und dann kommt er aus der Garderobe mit so einer wahnsinnigen Schlabberhose. Und ich denke so, ey, der hat so eine schöne Figur, alles so richtig perfekt und von den Proportionen her. Und dann steckt er diesen schönen Körper, wie ich finde, in so eine Riesenhose, vergeudet das eigentlich. Aber er findet sich voll gut. Also, ja, nee, die Hose muss so breit sein und die Hose muss die Schuhe verdecken und so, das genaue Vorstellungen. Und dann habe ich dann so überlegt, ich kenne das ja eigentlich. Ich habe ja schon einen großen Sohn. Aber da war das nicht so. Da habe ich gefühlt immer noch die Anziehsache rausgelegt, fast bis er ausgezogen ist. Mehr oder weniger. Aber dieses so komplett andere, und dann dachte ich, okay, Bosse ist auch viel früher jetzt schon damit konfrontiert, was man so trägt und wie man so aussieht, weil der halt auch viel mehr konsumiert, als Felix damals konsumieren konnte. Zudem kommt eben auch noch dazu, dass ich ihn auch später bekommen habe. Das heißt, da liegt natürlich auch ein bisschen mehr dazwischen. Auf jeden Fall erzählt sie das eben auch, die Julia, dass es eben auch für sie ganz merkwürdig auch ist. Für ihre Kinder und auch gar nicht weiß, wie das ist, wie die in was für einer Welt die aufwachsen und wie die so anders ist von der Welt, als wie sie Teenager war und mit ihrer Mutter Stress hatte. Und kann schon sein, dass es jetzt eben noch mal größer und anders ist. Hast du irgendwas mitgenommen von ihr als Mutter? Dann guckst du ja mal ein bisschen anders drauf als ich. Sie ist auch wieder so eine begeisterte Mutter. Kriege ich schon wieder fast schlechte Laune. Aber es ist natürlich bewundernswert und auch schön, dass sie da so einen Spaß dran hat, Mama zu sein für ihre drei Kinder und auch immer darauf achtet, dass entweder der eine oder der andere zu Hause ist.
und auch mal sagen kann, wenn sie nach Hause kommt, das fand ich auch schön, ey, ich habe einen guten Tag gehabt. Also, dass sie sich nicht extra klein machen muss oder ein schlechtes Gewissen haben muss, dass sie auch eine schöne Zeit hatte beim Arbeiten. Also, das genießt sie schon auch nach wie vor. Das fand ich gut. Und sie beschreibt sich wohl auch als Mutter, die auch mal ausflippt, fand ich auch nachvollziehbar und Sich aber dann auch dafür entschuldigt, wenn sie mal überreagiert oder wenn sie was falsch versteht, was ja. auch wichtig ist, nicht sich hinzustellen, wir sind hier die Erhabenen, wir wissen alles und wir geben euch was, sondern nee, es ist halt, hey, wir sind zusammen hier, wir haben alle unsere Schwächen. Manchmal flippen wir halt aus und manchmal drehen die Emotionen halt durch. Das ist aber auch okay. Ja, genau. Ja, was ich auch lustig fand, auf die Idee bin ich auch schon mal gekommen, dass man mal irgendwie austauscht, mit so Freundinnen, was die so kochen. Dass man mal so das, was die sonst immer so, diese 7 Gerichte, die so immer auf dem. Wobei, man muss dazu sagen, ich koche ja gar nichts, macht ja nur Jan. Aber ich habe gedacht, ich könnte ja trotzdem für ihn auch mal neue Ideen sammeln, Die er dann kochen kann für dich. die er dann kochen kann für uns, genau. Kann ich ja mal ein bisschen rumfragen, was andere denn so kochen und dann macht man so ein Tauschgeschäft. So, ich gebe dir unsere 7 Standards, tausche ich mit deinen 7 Standards aus und dann mal sehen, um mal so viel frischen Winter irgendwie reinzubringen, damit es mal ein bisschen was anderes ist als immer nur Bratkartoffeln mit Würstchen. Im Stressfall, ne? Also sonst ist er auch immer ganz ausgefallen, aber wenn es dann mal schnell gehen muss, schmeckt aber auch. Der soll ja auch kochen in deinem Café, also von dem her. Der Genau. braucht schon noch ein paar exquisite französische Gerichte. Ja, stimmt. Ja. Ja. Als ich da so ein bisschen überlegt habe, so Julia Roberts, wofür sie so bekannt ist und welche Filme, und da ist mir aufgefallen, nee, ganz viele Filme habe ich auch nicht gesehen. Wollte ich gerade fragen, was ist dein Lieblingsfilm von ihr? Ich erinnere natürlich gut in den Pretty Woman, da weiß ich, dass ich im Kino war und auch mords beeindruckt war von dem Film. Und auch mehr in Julia verliebt war als in Richard Gere, der hat mir jetzt gar nicht so imponiert. Der war auch so begeistert von ihr und ihrer Ausstrahlung und der hat gesagt, na, ihr braucht mich doch eigentlich nicht, ihr braucht doch nur hier einen Anzug. Das ist doch alles sie. Also er hat's gemerkt. Herrlich, witzig. Aber hey, die Anziehung zwischen den beiden war ja stark genug angeblich, um einen Streit auszulösen zwischen ihr und ihrem damaligen Freund. Da war sie nämlich mit Dylan McDermott zusammen, die waren auch verlobt und der hat dann die Chemie gesehen zwischen ihr und Richard Gere am Set und dann soll es zu einem riesen Streit gekommen sein, der so heftig war, dass sie auch wirklich sich dann getrennt haben. Deswegen weiß man nicht, ob das so alles stimmt, ne? Aber ich sag's mal, also zumindest was auf jeden Fall stimmt, ist, dass sie während der Dreharbeiten zu Pretty Woman Schluss gemacht haben. Ach, Und dann alle krass. so ein bisschen versucht haben, sie ein bisschen aufzuheitern und dann, ich weiß nicht, ob du dich an die eine Szene erinnern kannst, wo er ihr so Schokolade hinhält und dann so zuschnappt. Ja. Und das war nicht im Drehbuch, das haben die gemacht, um diesen ein bisschen aufzuheitern und dann macht die so, also die so, keine Ahnung, so, voll das große Lachen und das war halt sie, also die wusste nicht, dass es das passiert und das war eine normale Reaktion, was auch immer und das haben sie ja halt drin gelassen im Film. Also irgendwie war wohl eine Chemie, aber mit Richard Gere hatte sie wohl nie was, also. Nee, da hatte sie wohl nichts, ja. Also es gibt auch so ein 25 Jahre später Wiedertreffen auf YouTube, wo die beiden sich wiedersehen und da merkt man, dass sie ihm schon noch sehr verbunden ist und ihn schon toll findet und ihn wohl überredet hat, dass er bei dem Film mitmacht. Ja, er war nicht so happy drauf. Und dann haben die Leute gesagt von der Produktionsfirma, Julia, geh mal hin, red mal mit ihm, guck mal, was du machen kannst. Charm ihn mal irgendwie. Sei mal charming und dann geht es schon. War Ja. dann auch so, ja. Ja. Aber was ist jetzt dein Lieblingsfilm? Ist es Pretty Woman? Nee, ich glaube, mir hat Hautnah ziemlich gut gefallen. Spielt sie da nicht eine Fotografin? Aber das habe ich mir aufgeschrieben, die möchte ich mir nochmal anschauen. Da spielt auch Jude Law mit, in den war ich ja so verschossen. Echt, ja, witzig. Ja, und ansonsten, also auf meiner Liste steht definitiv der Film Wunder und Der Krieg des Charlie Wilson, da spielt sie auch so eine politische Aktivistin. Mit Tom Hanks zusammen steht sie da vor der Kamera. Ich kann mich noch ziemlich gut an Erin Brockovich erinnern und fand das natürlich auch super, ihre Darstellung da und wie sie da so gekämpft hat. Und die Geschichte, dass sie da so viel Geld für den Film bekommen hat, das finde ich gut. Danke. Danke, Julia. Weil jede Frau, die irgendeine Decke durchbricht, macht was für alle. Das ist Machst du mega. für uns alle, genau. Das Geld gönnen wir dir. Absolut, absolut. Auch wenn du damit dann Danny freigekauft hast. Mach, was du willst. Das ist alles gut. Oh Mann, jetzt hast du hier das alles so exquisit und ausgewählt und die guten Rollen und so. Ey, ganz ehrlich, ich habe auch nicht so viele Filme, glaube ich, gesehen, aber
Die Hochzeit meines besten Freundes ist mein Lieblingsfilm von ihr, muss ich dir ganz ehrlich Ich sagen. glaube, den Den habe ich noch liebe gar ich. nicht gesehen. Och, Gott. den liebe ich. Nee. Mit Cameron Diaz ja auch noch. Ja. Achso, Hook habe ich auch noch von ihr gesehen. Okay, Hook habe ich auch sehr gemocht. Ja. Das war mal sehr süß. Aber ich finde, da ist sie mir nicht so die Hauptattraktion. Notting Hill könnte man auch noch nehmen, wenn man, na, Hugh Grant mag. Den habe ich tatsächlich auch zu Hause und den schaue ich mir gerne an. Nicht wegen ihr, sondern wegen ihm. Da stehe ich so auf den Hugh Grant. Den finde ich so witzig. Bei Julia Roberts ist es immer so, entweder sie war eigentlich zusammen mit den Leuten, mit denen sie gefilmt hat, oder die fanden sie nicht so gut, meistens. Also es gibt wenig zwischendrin. Hugh Grant fand sie, glaube ich, auch nicht so. Da war das auch nicht so richtig gut. Nee? Als er gefragt wurde, wie das war, sie zu küssen, hat er wohl gesagt, eigentlich Arschloch-Move, muss ich mal so sagen. Echt? Dann finde ich ihn ja gar nicht mal so gut. Er hat beim Küssen ein gewisses Echo verspürt. Was ist das für ein Spruch? Aber es ist auch ein bisschen britischer Humor, weil der Riesenmund. Okay, ich glaube, der wollte witzig sein. Er hat überhaupt keine Lippen. Ich meine, ihn küssen möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass der für mich tanzt. Aber küssen muss ich den Okay. auch nicht. Mit Liam Neeson war sie auch zusammen, ganz am Anfang. War ja auch spannend. Der ist auch viel älter als sie. Das ist einer der ersten Männer gewesen, ne? Erste Co-Star, genau. 12 Jahre älter als sie und so. Und er hat sich richtig lieb um sie gekümmert. Aber nicht so unattraktiv, also finde ich den Nö. eigentlich. Aber auch er wurde halt verlassen für halt den nächsten. Das war Ja. dann Dylan McDermott bei der nächsten Rolle. Ja. Na gut, die war auch sau jung. Ja, die war auch jung, aber das ging immer alles so Und die ineinander über und Skorpion, so. da ist man unterwegs. Da ich ja ein totaler Fan von Friends bin, Matthew Perry, also Chandler Bing in Friends, den hat sie auch gedatet. Und sie ist ja sogar in Friends, mal kurz wegen ihm. Fand ich Stimmt. auch verrückt. Und er hat mit ihr Schluss gemacht, kannst du dir das vorstellen? Nee, kann ich nicht. Lustig. Der war einfach zu eingeschüchtert. Der hat die ganze Zeit gedacht, die kann mich unmöglich lieben. Was findet die an mir? Wenn die rausfindet, dass ich eigentlich total nichts wert bin, dann wird die mich eh verlassen, oder er sie verlassen. Uiuiui. Ja. Okay. Oh, voll Also da war gut. viel los. Ich wollte es nur nochmal sagen, also diese ganzen Überschneidungen, eine Beziehung zu Ende im nächsten Film. Ich bin gespannt, was sie nächstes Jahr machen wird, weil sie ist ja dieses Jahr in ihrem 9er-Jahr und 9er-Jahr ist ja loslassen und sich lösen von Sachen. Und nächstes Jahr hat sie dann Rückenwind, was Neues zu beginnen. Oje, naja, aber ich glaube, bei Danny bleibt sie schon. Naja, natürlich, die muss jetzt nicht sich gleich trennen, die kann ja auch einfach nur aufhören zu stricken oder zu häkeln, was sie sonst immer macht. Und was Neues anfangen. Vielleicht macht sie dann eben ein Kochbuch oder macht einen Podcast oder schreibt ein Buch oder irgendwas anderes, ja. Na, Kochbuch wahrscheinlich eher. Also, dass sie diesen Ruf hatte, ja, immer vom einen zum anderen und nie irgendwie sich committen möchte. Da war sie ja 33, bis sie dann Danny kennengelernt hat, ne? Das passt aber trotzdem auch zu ihrem Profil, also wie sie mit anderen Leuten umgeht. Sie 3,5. Das ist dann auch natürlich so wie du, weil immer wenn eine 3 da mit drin ist in diesem Profil, ist das so, hey, ich brauche die Tür einen Spalt offen. Ich schließe mich hier nicht ein, weil ich brauche das Gefühl zumindest, dass ich gehen könnte. Das ist schwierig, da erstmal anzukommen. Die 3 ist immer auf dem Sprung. Und wenn es dann aber richtig gut ist, dann ist es wie bei Julia halt, ne? Das ist so witzig, das habe ich dir eh schon mal gesagt. Ich hasse geschlossene Türen. Ich brauche immer die Tür offen. Also weil ich was mitkriegen will und weil ich aber auch schnell raus will wieder zum nächsten, ins nächste Zimmer. Eigentlich, genau, eigentlich kann man nur sicherstellen, dass du bleibst, wenn man dir die Möglichkeit gibt, immer und jederzeit zu gehen und du dich entscheiden kannst dafür, dass du bleiben möchtest. Ja, spannend, spannend. Was sie auch noch gleich hat, ist den Merkur auch in Skorpion. Sie hat die Sonne im Skorpion und den Merkur im Skorpion. Und Merkur im Skorpion, sagt man, das sind dann auch Menschen, die mit Wörtern auch wie mit Waffen umgehen können. Also sehr treffsicher. Und wenn man sie ihr so zuhört, dann ist das nicht so uninteressant, was sie so erzählt und wie sie das erzählt. Da ist schon eine gewisse Spannung da. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie die Leute, die sie nicht mal gut trifft, damit Genau. mit der spitzen Zunge Weil sie genau behandelt. weiß, wo die Wunde sitzt, ja. Das ist auch wiederum das, was ich meine mit diesem Julia Roberts Smile. Die Leute, die dieses Intimitätsthema haben, die können aber gut in die Wunden bohren. Und das wissen die nämlich genau, wo sie die Leute emotional treffen können. Ja, und sie weiß auch ganz genau, das spüre ich auch, wenn da irgendjemand nicht die Wahrheit sagt. Das ist auch so eine besondere Antenne. Das ist so eine Lügendetektorqualität, der Merkur-Skorpion. Scharfe Urteilskraft. Übrigens, weil wir immer sagen, sie ist America's Sweetheart. Und ich sehe natürlich auch viel von diesem liebevollen, umarmenden Wesen.
Aber sie ist ja auch immer wieder auf den Listen von meistgehasste Schauspielerinnen, ne? Ist sie immer mit drauf. Ach echt? Ja, immer, immer. Ist ja witzig. Und es ist echt spannend, wenn du hörst, so auf der einen Seite, also ich habe ganz viel gehört von Leuten, die mit ihr gearbeitet haben, wie nett sie ist, wie cool sie am Set ist, weil sie halt viel Witze macht, dass sie jeden respektiert, dass sie auch mit den Extras cool ist und mit den Fans und so. Und dann habe ich auch ganz oft gehört, überheblich, redet nicht mit den Leuten, ist, also du hörst beides permanent und meist gehasst auch, weil sie wohl überschätzt sein soll. Also viele finden sie halt auch nicht so eine coole Schauspielerin, sondern immer so, ja, sie kann hier quasi nur romantische Comedy und sie spielt halt immer nur sich und dann funktioniert es und bei anderen Filmen funktioniert es halt nicht. Also das ist immer so die Kritik, die sie bekommt. Der anderen Seite ist halt schwierig, sich da so ein Bild zu machen. Also wenn ich sie reden höre in den Podcasts, klar, da verkauft sie sich natürlich auch gut. Aber ich höre schon das Liebevolle, ja. Also ich finde schon, gerade wie sie mit Oprah geredet hat, das ist schon sehr goldig. Ja, sie ist auch so befreundet immer mit allen. Also ich habe das Gefühl, sie geht auch nur in die Podcasts, wo sie die Menschen mag und entsprechend kommen dann auch schöne Sachen dabei raus. Wahrscheinlich ist es das, ne? Und dann denke ich mir nämlich wieder, wenn ich mich da mal reinversetze. Erstens ist sie so eine private Person und alles in ihrem Leben wurde ausgeschlachtet. Ganz ehrlich, da würde aber, also jetzt mal, wenn ich Skorpion bin, dann würde ich aber auch mal kurz Gift irgendwie mal schleudern. Ich glaube, die fühlt sich da auch richtig bedroht, wenn ihr Leute da zu nahe kommen. Und das ist auch so skorpionisch, dass sie dieses Aloe Vera T-Shirt anhat, dass sie sich dazu hat hinreißen lassen. Ja, wenn dann halt Leute da sind, die sie auch absolut nicht mag, ja, weiß ich auch nicht, ob ich da mal so ein Sweetheart wäre. Weiß ich, also ich kann es doch irgendwie so verstehen, dass man auch mal austickt und wenn man dann immer unter Beobachtung steht. Auch schwierig. Also ich habe da irgendwie so, ich habe schon viel Empathie dafür. Ja, und sie sagt ja auch, sie ist impulsiv, ne? Und wenn sie dann jemanden nicht mag, so wie Nick Nolte, die hassen sich, ja. Die ja, bis heute hassen die sich, glaube ich. Der Film hieß, glaube ich, auch Isle of Trouble. Das ging nicht. Die wollten am liebsten mit irgendwelchen Double irgendwie einfach nur noch ihre Szenen machen. Die fanden sich richtig. Sie fand ihn wohl abscheulich und er hat immer gesagt, sie ist keine nette Person. Witzig, der beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man dann so miteinander ist und er hat auch immer schön Gas gegeben, ne? So wirklich eine schwierige Kombi. Ich finde es richtig schön, dass sie so glücklich ist, so eine glückliche Mutter und so eine glückliche Ehefrau mit ihren paar 50 dann eben noch so laut im Zimmer, dass ihr Kind da schreibt. Hey, Das hat wir Eindruck gemacht, sind auch noch da. Wir sind im Still in the House. hä? Das finde ich so gut. So, das ist doch herrlich, ja. Das finde ich echt auch total schön und auch super süß, finde ich, hat sie, und das hat sie auch mit mir gemeinsam, sie hat ihren 49er, hat sie extrem groß gefeiert. Und dann hat sie sich gedacht, so, oh Scheiße, was machen wir denn zu meinem 50er? Da hat sie dann die Idee gehabt, 5 Tage ohne alles, nur mit Danny unterwegs. Und das haben sie dann gemacht und dann an ihrem Geburtstag hat sie so Nachrichten bekommen, auch von ihren Kindern, so das Soccer Game, wie das war und so weiter und von ihren Freunden und dass die Kinder sich danach melden nach dem Soccer Game und dann waren sie in einer Stadt und sind sie in einen Surferladen gegangen, da ist mir dann aufgefallen, okay, der ist auch voll der Surfer und seine Kinder sind auch voll die Skater. Was auch sehr cool ist. Ihre gemeinsamen Kinder, genau, schon cooles. Und er ist wirklich kein schlechter Surfer. Und dann stehen sie in diesem Surfshop und dann dreht sie sich dann um und er sagt so, hey, was sagst du denn zu diesem Surfbrett? Und das ist so ein Riesensurfbrett, wo so richtig sich auch seine 3 Kinder verstecken konnten. Und gibt das Surfbrett zur Seite und seine 3 Kinder schauen um die Ecke und nix mit Soccer Game und so weiter. Das war alles nur inszeniert, um es nochmal die Überraschung nochmal größer zu machen. Und das fand ich total süß. Ich weiß auch, wo ich das gehört habe. Ich war gerade joggen, dachte ich so, Gott, das gibt's jetzt nicht. Das ist echt süß. Ich finde es auch so süß. Und weil sie eben auch meinte, eigentlich hat sie sich gedacht, das war eigentlich eine dumme Idee. Ohne meine Kinder war irgendwie eine blöde Idee. Also sie hat selber schon gemerkt, so, Ja, ja. dass ihr Mann sie besser kennt, als sie sich selber, dass sie das eigentlich brauchte. Das ist so, oh, ist das schön. Dass man es nicht sagen muss, sondern dass er das genau weiß. Und das macht dann wieder Mut, finde ich, das Älterwerden. Sie ist ja ein bisschen ein paar Jahre noch älter, auch als ich, als du sowieso, aber 55 ist sie jetzt. ja, genau. Das ist eben auch, es gibt ein Leben, paar 50. Das macht immer noch Spaß und es ist schön und vor allem ist es schön, weil dann Leute kapiert haben, worauf man selber steht. Mir macht es Mut, okay, ich muss da nicht mehr selber alles organisieren, sondern dann haben vielleicht ein paar Leute in meiner Umgebung gecheckt, was mir eigentlich gefällt Ja. und machen es für mich. Weißt du? Das ist so mein Mitbringsel. Das nimmst du mit? Das nehme ich Das mit aus ist der schön, Julia ja. Roberts Erfahrung jetzt.
Ja, cool. Das gefällt Danke, mir. Julia. Ja, das ist schön. Ich weiß auch schon, was ich mitnehme tatsächlich. Das ist mir dann auch schon bei der Recherche aufgefallen. Ich dachte, ja, das ist es. Das finde ich gut. Es kommt sogar von dem Regisseur und nicht von ihr, aber ich finde es cool, wie sie es gesagt hat. Wenn man sie fragt, so, hättest du dir dein Leben so vorgestellt, lebst du jetzt quasi deinen Traum? Dann sagt sie so, boah, sowas hat sich nie erträumt. Das ist viel krasser geworden, als ich es je erhofft hätte. Ja? So. Jeden Tag dann aber so zu leben, wirklich auch wie in einem Traum. Nicht nur zu gucken, was muss ich als nächstes machen, sondern wirklich auch zu sagen, hey, ich bin jetzt hier, ich bin präsent und ich lebe meinen Traum. Und es ist richtig gut, das sich immer mal wieder zu sagen. Das finde ich so cool. Da dachte ich, ja, das ist echt gut. Ja, das ist echt schön. Ich mache das, was ich will und was mir gefällt und das genieße ich dann jedenfalls. Genau. Ja, was ich auch lustig finde, ihren Geburtstag teilt sie sich mit Bill Gates und Eros Ramazzotti. James Cook auch, den Entdeckerkapitän. Und jetzt zu ihren Outfits, also Julia Roberts und Mode. Da muss man sagen, ich meine, die ist halt auch echt in den 80ern und in den 90ern hat sie ihre Jugend verbracht. Und man muss sagen, die sieht halt war trotzdem auch gut aus in diesen riesen ausgestopften Schulterpolster-Dingern. Ja. Das passt irgendwie zu ihr auch. Diese großen Lippen, diese riesen Schulterpolster, diese langen Beine. Die Locken und dieses ist alles so groß. Ja. Viele haben sich das auftopiert. Ihr steht es einfach, weil sie einfach so Haare hat. Ja, ich würde sagen, bei ihr sahen die 80er echt gut aus. Du hast recht, es ist keine einfache Zeit gewesen, um gut auszusehen. Nee, und ich meine, ich finde es schön, dass sie auch immer mal wieder Farbe trägt, wenn sie dann so auf dem roten Teppich steht. Da fällt sie auf, da trägt sie auch gerne mal rosa. Das finde ich super. Liebe ich auch. Kann ich auch mithalten. Und sie hat die Haare auch einfach immer irgendwie offen. Finde ich auch irgendwie gut. Man hat nicht das Gefühl, dass sie viel Zeit damit verbringt, sich herzurichten. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht, aber es sieht zumindest so lässig aus. Ich glaube auch, es ist doch egal, wie alt die ist. Wenn die lächelt, strahlt trotzdem alles. Ich glaube, das bleibt. Die ist eh immer gut angezogen mit dem Lächeln. Kannst du Genau. nicht mehr viel falsch machen. Lächeln macht echt viel, ne? Und ich finde auch, wenn man keine Schauspielerin ist, kann man trotzdem der Held seiner eigenen Geschichte sein. Ja, Julia, wir haben echt was Cooles mitgenommen auf jeden Fall. Und mir gefällt es richtig gut. Absolut. Danke, Julia. Weiter so. Wir schauen dann in ein paar Jahren wieder bei dir vorbei. Vielleicht bist du dann schon Oma. Kann sein. Bestimmt eine ganz coole Oma. Genau. Okay, und wir verabschieden uns jetzt einfach in Urlaub und gucken mal, wie es weitergeht. Also, ciao. Ciao, ciao.